Diese Absturzstelle ist ein Albtraum. Edie, versuchen Sie, Lieutenant Victus zu erreichen. Ja, gut, Sir. Für einen turianischen Commander ist das... Nun, Ihr Kodex ist alles andere als nachsichtig. Und dass es sein Sohn ist, wirft ein schlechtes Licht auf den Primarchen. Vetternwirtschaft kann böse Folgen haben. Seltsam ist nur, der Primarch weiß das. Commander, ich muss in einiger Entfernung von der eigentlichen Absturzstelle landen. Und besser geht's nicht? Nein, Sir, aber die Reaper scheinen uns nicht bemerkt zu haben. Das Überraschungsmoment ist nicht verloren. Also gut, bringen Sie uns runter. Retten wir den Zug! Edie? Haben Sie Lieutenant Victus erreicht? Ja, aber die Verbindung ist miserabel. Stellen Sie durch. Hier ist Commander Shepard, Allianz Navy. Hören Sie mich? Hier, Lieutenant Tarkin Victus, neunter Zug. Wir wurden von Reaper-Heuschrecken in die Enge getrieben und erleiden schwere Verluste. Außerdem sind einige meiner Männer an der Abschlussflugbahn verstreut. Lieutenant, schießen Sie eine Leuchtrakete ab, damit wir sie finden. Gut. Die Lage wird jede Minute schlimmer. Meine Männer sterben. Hört sich übel an. Okay, los geht's. Zumindest haben wir eine ungefähre Richtung, in die wir gehen müssen. Ah, das ist Tuchanka. Oder meintest du die Lage des Zugs? Das kann ich auch verstehen. Tuchanka ist höchst seltsam. Gedanken dazu? Es spielt keine Rolle. Unsere Mission ist eindeutig. So, ich habe Gedanken dazu, aber ich weiß ja auch, worum es geht. Und ich möchte das natürlich nicht verraten. Feinde voraus. Schnell, damit sie keine Verstärkung rufen können. Kein Problem. Was war das denn? Hat er gerade bloß so getan, als ob er zuschlagen wollte? Naja, was soll's. Weiter geht's. Ich weiß nicht, ob Hasts in der Lage sind, Verstärkung zu rufen, ob sie überhaupt kommunizieren können. Absturz überlebt, dann Zerstörung der Kapsel durch Heuschrecke. Wurden sie getötet? Oh shit. Oder von Husks rausgezerrt und gefressen. Was ein scheiß Schicksal. Okay, die Tempest, wir schauen sie uns mal an. Ich könnte mir vorstellen, dass die besser ist. Mehr Gewicht auf jeden Fall, das ist schon mal nicht so gut, aber das lässt sich ja ändern. Schaden ist gleich, Präzision höher, Feuergeschwindigkeit niedriger. Nee, ich glaube, dann bleibe ich eher bei der Shuriken. Gut. Lassen wir alles so, wie es ist. Aber wir haben die Tempest jetzt mit Schüsse im Regal. Okay, ich habe Sichtkontakt zum Feind. Und direkt dahinter liegt eine Rettungskapsel. Die Turianer stecken ganz schön in der Klemme. Der Feind weiß nicht, dass wir da sind. Überraschungsmoment auf unserer Seite. Gefällt mir. Genau. Also los. Na dann. Überraschung. Oh, er war schon tot. So, haben wir noch jemanden, den wir gleich überraschen können? Ach hier, hallo. Mein Freund. So. Okay, für ihn hat sich's erledigt. Wow. Die Heuschrecke kommt. Okay, ich würde sagen, wir probieren mal, das kleine Biest ein bisschen zu malträtieren. So, können wir denn vielleicht noch ein bisschen was draufwerfen hier? Wir nehmen uns nicht an. Wir marschieren zur Hauptabsturzstelle. Da vorne ist noch eine Kapsel. Das war's für die Heuschrecke. Sehr schön. Wir haben es tatsächlich geschafft, das Biest klein zu kriegen. Und können weitere Schlachten bestreiten. Glaube ich zumindest. Sie ist ja mit einem Schlag verschwunden, aber ich würde denken, sie ist gestorben auch. War ein bisschen merkwürdig gerade. Weitergehen! Wir müssen so schnell wie möglich die Hauptabsturzstelle finden. Okay, wir gehen gleich hier lang weiter. Ich möchte nur noch kurz hier schauen. Muss man enormen Erwartungen gerecht werden. Im Militär von Palavin ist das ein großer Name. Man sagt, als Victus hat man den Krieg im Blut. Okay, schauen wir uns mal an. Das ist ein weiteres Sturmgewehr. Meine Güte, was wir an Sturmgewehren finden. Wahnsinn. Die Facen, mehr Gewicht, mehr Kapazität, mehr Feuergeschwindigkeit, ein bisschen weniger Schaden. Die ist eigentlich nicht schlecht, hat natürlich eine niedrige Präzision.
Ja, jetzt nicht, aber können wir uns vielleicht mal merken. Die ist vielleicht sogar besser als die Mattock. Ich muss mir das alles mal in Ruhe anschauen. Das mache ich jetzt nicht. Wir haben sie auf jeden Fall erstmal. Der Krieg war auch für mein Volk eine Lebenseinstellung. Wer die Reaper nicht bekämpfen konnte, der blieb auf der Strecke. Die MP noch ein bisschen erleichtert, das ist sehr gut. Na gut. Was ist denn das für ein Lärm hier? Wer kämpft denn da gerade um sein Überleben? Sieht aus, als hätten wir das Überraschungsmoment. Alle mir nach. Ja, so viel zum Thema Überraschungsmoment. Javik, du bist großartig. Egal. Ich brauche keinen Überraschungsmoment, um zu gewinnen. So, ich brauche bloß mal einen Gegner, den ich anvisieren kann. Um meine Schilde wieder aufzuladen. Achtung, Heuschrecke im Anmarsch. Gut, schon wieder. So, dann machen wir dasselbe Spiel wie beim letzten Mal. Und Garrus ist leider ein bisschen nutzlos dabei, muss ich zugeben. Wow, was? Warte mal. Das war gerade verwirrend. Es hat mich verwirrt. Auf jeden Fall haben wir die Heuschrecke klein gekriegt. Das ist die Hauptsache. Bei denen lasse ich mich dann auch mal. Ja. Hier drüben. Bei denen lasse ich mich dann auch mal dazu hinreißen, ein bisschen drauf zu schießen. Mit der normalen Muni. Einfach, weil man die schnell klein kriegen muss, sonst flüchten die, glaube ich. Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Hören Sie mich, Commander. Ich wiederhole. Hören Sie mich. Herr Shepard, was ist Ihr Status? Katastrophal. Commander, wann werden Sie eintreffen? Halten Sie durch. Wir sind unterwegs. Manek, wie ist unsere Geschwindigkeit? Bremsen online. Wir werden es überleben. Na toll. Vixis wird dafür bezahlen. Militärprozess oder gleich aufknüpfen? Wie will der Commander damit klarkommen? Wenn wir ihn finden, fragen wir. Das klingt übel. Wenn die Männer ihn komplett verlassen haben. So, was auch immer eine Smart-Drossel ist, ich habe keine Ahnung. Natürlich! Hallo! Weg mit euch! Das ist ein Turianer, das ist kein Müll! Ist ja äußerst nett, direkt auf der turianischen Leiche den Marker zu setzen für Müll. Na gut, machen wir uns mal nach unten. Hier, Shepard. Ein paar Heuschrecken haben gerade jede Menge Feinde auf ihrem Weg abgesetzt. Verstanden. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ja, lass das mal in Deckung gehen. Oh, diese Heuschrecke. Ist ja auch nervig, oder? So, aber da würde ich sagen, gehen wir auch gleich mal auf die drauf. Die Biester haben es verdient. Heuschrecke voraus und auf der Flucht. Ah, schade. Sie sind kommen. Ich hätte sie gern klein gekriegt. Aber der Winkel war dann einfach auch ungünstig zum Schießen. Bitte? Ach, da drüben. Aber vielleicht traut sie sich ja nochmal, die Kleine. Wäre ja möglich. So, ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt schon mal... Ich glaube, ich habe es noch nicht erwähnt, ne? Ich habe nochmal nachgeschaut, was für eine Rasse die Kannibalen mal waren. Also es ist ja so, dass jede indoktrinierte Art von den Reapern, dass das mal eine normale Art war, eine normale Spezies. Und die Kannibalen waren mal Batarianer. Das sind indoktrinierte Batarianer. Und ich glaube, die heißen so, weil sie ihre Kollegen fressen und dadurch stärker werden können oder irgendwie so. So, bewegen wir uns mal nach unten weiter. Okay, beeilen wir uns. Es ist wichtig, dass wir diesen Trupp nicht verlieren. Die Kroganer auszugrenzen ist unproduktiv. Stattdessen sollten alle verfügbaren Truppen gegen die Reaper mobilisiert werden. Die Feindschaft zwischen Kroganern und Turianern ist uralt und intensiv. Sie ist angeboren. Und ich brauche ihre Zusammenarbeit. Okay, es geht los! Oh, sorry, da war das Gespräch weg. Na gut, was soll's. Jetzt wird gewütet. So, haben wir noch jemanden? Natürlich haben wir noch jemanden.
Oh, du kleiner Bitcher. So, erstmal nach hier oben bewegen. Sehr gut. Na, was gerade gesehen? Ich glaube, der hat sich gerade irgendwelche Schilder aufbauen wollen oder irgendwelche Panzerungen. Oh, shit. Ja, nett. Javik? Shepard? Shepard? Das war seltsam. Aber okay. So, weiter geht's. Das war nicht der, den du... Was? Was war das denn? Wovon wurde ich gerade getroffen? Das Lustige ist, ich habe auch gerade gar nicht mehr den Rohling anvisiert, sondern ich hatte ja schon einen... Wie heißen sie denn? Einen von den Turianischen halt im Visier. Von den Marodeuren. Aber wahrscheinlich bin ich jetzt am sterbenden Rohling hängen geblieben oder so. Sehr merkwürdig. Und ich weiß auch nicht, was für ein Geschütz mich da getroffen hat gerade. Aber es schien ungemütlich zu sein. Das war ja... Ich weiß nicht, was es war. Ganz ehrlich. So. Nochmal die Nummer mit dem Rohling. Wow. Mein Freund, das ist nicht nett. Könntest du... Ich kann gerade gar nichts machen. Ich sehe auch nichts. Das Spiel ist manchmal etwas seltsam. Wenn man so den Fokus... Ach ja, natürlich, ist doch klar. Wenn man so den Fokus verliert und dann im Gegner steht und die Wand anschaut. Ich würde es dann auch gern mal schaffen, Leute. Nee, lass mal. So. Alter. Was war denn das gerade? Mit dieser Granate. Das war ja ein bisschen lächerlich, oder? Nö. Kannst du vergessen. Haben wir einen Gegner irgendwo? Ja, einen Gegner ist gut. Den Gegner hier. Ich gehe. Oder ich würde gehen, sagen wir es mal so. Okay, jetzt haben wir ihn aber endlich mal klein gekriegt. Alter, ist ja mal gut. Ich... Was? Habe ich irgendwie einen Timer an mir dran, jedes Mal, wenn ich den Rohling töte, dass ich danach sterben muss? Ich habe gerade absolut nicht kapiert, welcher Gegner mich überhaupt angreift. Es ist gerade ein bisschen merkwürdig und es nervt auch langsam, muss ich zugeben. Okay. Ein weiterer Versuch. Lass mal den Rohling aus ein bisschen mehr Entfernung klein machen. So. Dann machen wir es halt einfach mal auf die Billigart. So, benutze ich das Blutbad ein bisschen öfter. So, komm, ein bisschen können wir ja dann doch mal mit dem Sturmangriff machen, ne? So. Oh, ist das die Heuschrecke, die vorhin schon mal was von uns wollte? Alter. Ist ja mal gut, hä? Ich würde dann gerne mal... Wo ist denn die Heuschrecke? Ach, da. Ich würde sie ja gerne mal ins Visier nehmen. Kann es sein, dass die auf mich geballert hat? Das kleine Miststück? Oh ja, ich glaube, das war die. Das kleine Drecksvieh. So, das war's für die Heuschrecke. Bye, bis zum nächsten Mal. Oh. Oh. Ja, ich glaube, sie ist explodiert. Gut. Haben wir diese Last schon mal von unseren Schultern genommen mit der Heuschrecke. Jetzt weiß ich auch, was mich hier immer getötet hat. Es war die Heuschrecke. Na gut, lass mal weitergehen. Meine Güte. Victus? Lieutenant Victus? Commander Shepard, meine Männer und ich stehen in Ihrer Schuld. Könnte man Danke, so sagen. Dass Sie so viele gerettet haben. Was ist hier geschehen? Hat versagt! Halten Sie sich zurück, Soldat! Er trägt die Schuld am Tod dieser Männer! Ich sagte, halten Sie sich zurück! Hey, ich habe Ihnen allen gerade den Arsch gerettet und jetzt beruhigt sich erstmal jeder. Lieutenant, was geht hier vor? Ich habe eine schlechte Entscheidung getroffen. Das ist alles meine Schuld. Ich zog Vorsicht und Taktik einen Frontalangriff vor. Und meine Männer mussten dafür bezahlen.
Also prinzipiell ist es nicht falsch, Vorsicht und Taktik ein bisschen vorzuziehen gegenüber einem Frontalangriff, aber naja, hören wir es uns mal an, die Geschichte. Meinst du den Absturz? Ja, genau. Wir konnten über Holo sehen, dass Reaper-Einheiten unseren Kurs blockierten. Ihn beizubehalten hätte schwere Verluste zur Folge gehabt. Also wählte ich eine sicherere Route, den Feind zu umgehen. Wir flogen tief und durch diese Ruinen. Als wir auf Widerstand stießen, hatten wir keinen Platz mehr für Ausweichmanöver. Plötzlich steckten wir mitten in einem Kampf ums Überleben, den viele meiner Männer verloren haben. Ich finde, prinzipiell ist das nicht falsch gewesen. Also, ich weiß nicht, ob das eine falsche Entscheidung war, wenn du auf dem anderen Wege auch viele Männer verloren hättest. Von daher, wahrscheinlich war die Mission einfach mal ein Himmelfahrtskommando. Kann das sein? Es braucht Mut, Fehler zuzugeben, aber man muss drüber wegkommen und weitermachen. Ich weiß, aber es ist noch so frisch. Unsere Mission ist jedenfalls fehlgeschlagen. Sobald die Verletzten stabilisiert sind, kehren wir zur Flotte zurück. Sie geben Ihre Mission auf? Wir haben über 30 Mann verloren. Es wäre Selbstmord. Was hatten Sie hier eigentlich genau vor? Es gibt eine Bombe auf diesem Planeten. Wir sollten sie entschärfen. Eine Bombe? Wie groß? Gewaltig. Cerberus hat sie. Lieutenant, wenn Cerberus diese Bombe hat, müssen Sie Ihre Mission zu Ende bringen. Haben diese Männer nicht schon genug geopfert? Ich verstehe das. Man kann kein schwereres Opfer verlangen, aber Ihre Männer haben sich dazu verpflichtet, es zu bringen. Genau wie Sie. Meine Männer sind fertig, Commander. Selbst wenn ich die Mission abschließen wollte, sie wollen es nicht. Es ist Ihre Aufgabe, sie dazu zu bringen. Und wie? Ihr Opfer bedeutet, dass andere nie mehr durchmachen müssen, was Sie heute hier durchgemacht haben. Erinnern Sie sich daran, dass dieses Opfer ohne jede Ehre ist, wenn die Mission fehlschlägt. Männer, ich weiß, was heute hier geschehen ist. Aber wir müssen weitermachen. Nein, müssen wir nicht. Wen interessiert schon ein paar Kroganer-Leichen? Es ist vorbei. Wir sind Turianer und werden einen Triumph von Cerberus nicht zulassen. Unser Opfer bedeutet den Unterschied zwischen Leben und Tod für die gesamte Galaxie. Alle sollen sich daran erinnern, dass die Helden des 9. Zuges ihre Pflicht tapfer erfüllt haben. Also Männer, das Shuttle wird jede Minute da sein. Wir ziehen ab. Commander, kommen Sie mit uns. Wir sind nur noch eine Rumpfeinheit. Wir können jede Hilfe brauchen. Senden Sie den Navi-Punkt. Mal sehen, was geht. Danke. Das gibt uns Zeit, ein wenig Aufklärung zu betreiben und zu sehen, womit wir es zu tun haben. Victor, Sie haben jetzt eine zweite Chance. Lassen Sie Ihr Opfer nicht vergebens sein. Verstanden, Commander. Hoffentlich sehen wir uns dann am Treffpunkt. Cerberus-Bombe? Was zum Teufel ist da los, Commander? Und was haben die Turianer damit zu tun? Die Koordinaten von Victus liegen im Kerfik-Tal, einem dicht besiedelten Gebiet. Mehr weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, da stimmt was nicht. Was schlagen Sie vor? Der Primarch soll auspacken. Das kroganische Militär alarmieren? Noch nicht. Wir wissen zu wenig. Bis zur Heilung sind die kroganisch-turianischen Beziehungen angespannt. Kein Risiko. Und diese Bombe? Wie viele Truppen setzt Cerberus dabei ein? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass... Wir dürfen die Bombe nicht detonieren lassen. Informieren Sie mich, Hackett Ende. Primarch Victus. Beeindruckende Arbeit auf T'Chanka. Ich bin dankbar, dass Sie... Primarch, warum haben Sie mir nichts von der Cerberus-Bombe gesagt? Wieso das Verheimlichen? Was verschweigen Sie mir noch? Ich habe Ihnen nichts zu sagen. Unser Bündnis funktioniert nur über Vertrauen. Unsere Freundschaft ist neu, Commander. Würden Sie mir Informationen anvertrauen, die Ihr Volk oder die Erde in Gefahr bringen? Warum sollte ich unser Bündnis durch Lügen gefährden? Das ergibt keinen Sinn. Entscheidungen wie diese bedrücken mich. Als ich General war, konnte ich sie der Befehlskette beantworten. Aber jetzt habe ich nur noch mich. Verstehen Sie mich? Natürlich. Und? Und das wär's. Moment, eins noch, Commander. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Shepard, Tests verifiziert. Synthetisierung für allgemeine Immunität der Kroganer möglich. Gut, dann nehmen Sie Ihr Messer weg. Ist es fertig? Nein, Übertragungsvektor fehlt. Heilmittel nur sinnvoll, wenn gesamte Spezies verabreicht.
Sie haben doch Ideen, Mordin. Sie haben die Genophage schon einmal verändert. Es muss einen Weg geben. Möglichkeit besteht immer. Aber zeitbegrenzt. Kann neuen Infektionsstamm nicht von Grund auf neu erstellen. Grundwasser? Zu langsam. Freiwillige Impfung? Riskant. Population zu verstreut für Luftübertragung. Außer, Moment. Natürlich! Der Mantel. Konstante Verteilung von Luftpartikeln. Von Salarianern zur Reparatur der Atmosphäre von T'Chaka gebaut. Auch von Torianern benutzt. Wir haben damit insgeheim das Genophage-Virus verbreitet und so die kroganischen Rebellionen beendet. Ich wäre vorsichtig damit, wem Sie das erzählen. Manchmal verstehe ich, warum die Kroganer wirklich jeden erschießen wollen. Es waren verzweifelte Zeiten. Ja, ja. Aber jetzt nützlich. Original-Genophage-Stamm noch in Mantelanlage gelagert. Als Übertragungsvektor benutzen und dann über Mantel ganz T'Chaka mit Heilmittel bedecken. Sie kluger kleiner Pijack. Das ist unsere Chance. Los, machen Sie jetzt alles bereit, Mordin. Ja, bereit, wenn Sie mich brauchen. Bin bis dahin mit Eva in Krankenstation. Commander, Admiral Anderson ist über Videoleitung verfügbar. Dann werden wir gleich nochmal mit Anderson reden, aber Shepard hat eigentlich einen falschen Vorwurf gemacht, denn Victus hat nicht gelogen. Victus hat von vornherein gesagt, ich werde es Ihnen nicht verraten. Und das liegt einfach an der Brisanz dieser Bombe. Das werden wir aber noch sehen, denn wir werden noch erfahren, was es mit dieser Bombe auf sich hat. Die Bombe, die ist nicht von Cerberus dorthin gelegt worden, aber Cerberus nutzt sie aus. Shepard, Sie haben doch bestimmt schon die Galaxie von den Reapern gesäubert und wir können alle wieder auftauchen. Nicht ganz. Es gab kleinere Komplikationen. Die gibt's immer. Hackett hat mich über den Tegel informiert. Klingt, als müssten sie noch ein paar Knoten entwirren. Zum Glück konnte ich einen davon bereits lösen. Sie und Kaylee Sanders standen sich ja wohl nahe. Dafür schulde ich Ihnen etwas, Shepard. Kaylee und ich trafen uns vor fast 20 Jahren. Wir sind sogar auf Saren in seinen Anfängen gestoßen. Sie und ich standen uns mehr als nah. Sie vermisst sie. Ich sie auch. Das Ende der Welt erinnert einen daran, was man alles nicht gemacht hat. Vielleicht werden Kaylee und ich nach dem Krieg daran etwas ändern. Sie sehen sie bald wieder. Hoffentlich. Aber Sie haben jetzt ein größeres Problem. Eine Galaxie voller verschreckter Bürokraten. Dafür haben Sie mich angeheuert. Eigentlich sollen Sie Reaper töten. Hoffentlich lenkt die Politik Sie nicht zu sehr ab. Ich komme schon klar damit. Was ist mit Ihnen? Wie läuft's auf der Erde? Ich erspare Ihnen die Details. Sagen wir einfach, viele Städte auf der ganzen Welt melden sich nicht mehr. So schlimm? Wir beide wussten, was uns erwartet, aber alle anderen haben den Schock noch nicht überwunden. Sind Sie in Sicherheit? Das ändert sich stündlich. Ich kam mit einem Shuttle aus Vancouver raus und jetzt geht's von Loch zu Loch nur, um am Leben zu bleiben. Was ist mit den Reapern? Sie ernten alles, was sich bewegt. Aber hauptsächlich in den Großstädten, was uns etwas Bewegungsfreiheit gibt. Glauben Sie, sie halten durch? Momentan sind wir froh über jeden Funkkontakt und organisieren den Widerstand auf regionaler Ebene. Aber es gibt genug Freiwillige. Alle wissen, was auf dem Spiel steht. Ich sehe den Sieg noch nicht, aber er wird kommen. Und wenn ich dabei draufgehe? Der Tod hat Sie bisher nicht aufgehalten. Aber fordern wir das Schicksal nicht heraus. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Sie auch, Sir. Wir reden bald wieder. Anderson, Ende. Gut, also haben wir noch mal ein bisschen was mit Anderson besprechen können. Ja, Victus hat nicht gelogen. Er hat ja eigentlich von vornherein gesagt, ich werde es Ihnen nicht verraten. Es unterliegt der Geheimhaltung. Und natürlich, es liegt jetzt in seiner Verantwortung, wie viel er preisgibt und wie viel nicht. Hast du gehört, dass wir schon wieder eine Kolonie evakuieren mussten? Es werden immer mehr. Aber von Verlusten der Reaper hört man kaum etwas. Naja, die Reaper haben keine Kolonien. Und Cerberus auch nicht. Wenn sie welche hätten, könnten wir sie mit Asteroiden bombardieren. Bla bla bla. Victus muss ja selbst verantworten, wie viel er verrät. Zivilisten auf Benning an. Wir wurden gebeten, bei der Evakuierung des Planeten zu helfen. Heute nicht mehr. Wie gesagt, es ist halt ziemlich, schwierig, diese Situation dort. Und,
Ich kann es verstehen, dass er nicht alles verrät dazu, und es ist theoretischerweise auch nicht notwendig zu wissen, warum die Bombe deaktiviert werden muss. Es reicht zu wissen, dass sie deaktiviert werden muss, um nicht nur um dort eine Explosion zu verhindern, sondern auch einen diplomatischen Zwischenfall.